Nietzsche. Ich hatte neulich einen Traum, der mich wirklich erschüttert hat. Ich befand mich in einem endlosen, düsteren Labyrinth, umgeben von den Schatten meiner eigenen Ängste und Zweifel. Es war, als ob ich in einem Kampf mit mir selbst gefangen wäre, ohne einen Ausweg zu finden. Diese Dunkelheit, dieses Gefühl der Beklemmung, es war fast erdrückend. Freud. Interessant, Herr Nietzsche. Träume sind oft ein Spiegelbild unserer innersten Konflikte und Ängste. Sie zeigen uns oft Aspekte unseres Selbst, die im Wachzustand verborgen bleiben. Möglicherweise repräsentiert dieses Labyrinth eine Art inneren Konflikt, mit dem Sie konfrontiert sind. Es könnte eine symbolische Darstellung Ihrer Suche nach Klarheit und Erkenntnis sein. Hesse. Ja, Friedrich, ich verstehe, wie belastend solche Träume sein können. Aber glauben Sie nicht auch, dass Träume uns manchmal den Weg weisen können? In meinen eigenen Erfahrungen habe ich gelernt, dass Träume oft verborgene Botschaften enthalten, die uns helfen können, uns selbst besser zu verstehen und unseren Weg im Leben zu finden. Nietzsche. Das mag sein, Hermann, doch manchmal fühlt es sich an, als ob die Dunkelheit in meinen Träumen überwältigend ist, als ob sie mich erstickt und mir die Luft zum Atmen nimmt. Vielleicht ist es genau das, eine Erstickung durch meinen eigenen inneren Dämon. Freud. Es ist durchaus möglich, dass Ihr Traum eine Manifestation Ihrer inneren Konflikte ist, Friedrich. Aber denken Sie daran, dass Träume auch eine Quelle der Heilung sein können. Indem wir sie analysieren und verstehen, können wir Wege finden, mit unseren inneren Konflikten umzugehen und uns weiterzuentwickeln. Hesse. Vielleicht liegt die wahre Bedeutung dieses Traums darin, dass er Sie dazu auffordert, sich Ihren inneren Dämonen zu stellen, Friedrich. Vielleicht ist es an der Zeit, die Dunkelheit zu durchdringen und das Licht der Erkenntnis zu finden. Denn oft liegt hinter der Dunkelheit das Potenzial für Wachstum und Transformation. Nietzsche. Vielleicht hast du recht, Hermann. Vielleicht ist es an der Zeit, mutig in diese Dunkelheit einzutreten und die verborgenen Wahrheiten zu enthüllen, die sich dort verbergen. Denn in der Finsternis liegt oft die Kraft zur Veränderung und zum Wachstum. Freud. Genau, Friedrich. Die Arbeit mit Träumen kann uns helfen, uns selbst besser zu verstehen und unsere verborgenen Konflikte anzugehen. Es erfordert jedoch Mut und Selbstreflexion, sich diesen unangenehmen Gefühlen und Ängsten zu stellen. Hesse. Und vergiss nicht, Friedrich, dass du nicht allein bist auf diesem Weg. Wir alle tragen unsere eigenen inneren Kämpfe und Dämonen. Doch indem wir einander unterstützen und uns gegenseitig ermutigen, können wir diese Dunkelheit gemeinsam durchdringen und das Licht der Erkenntnis finden. Nietzsche. Danke, meine Freunde, für eure Worte der Ermutigung und Weisheit. Es ist tröstlich zu wissen, dass ich nicht allein bin mit meinen inneren Kämpfen. Vielleicht ist es an der Zeit, meinen Träumen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und die verborgenen Botschaften zu entschlüsseln, die sie mir übermitteln wollen. Freud. Eine gute Idee, Friedrich. Die Arbeit mit Träumen kann uns auf unserem Weg der Selbstentdeckung und persönlichen Entwicklung voranbringen. Lass uns weiterhin gemeinsam auf dieser Reise sein und uns gegenseitig unterstützen. Hesse, so sei es, meine Freunde. Mögen unsere Träume uns leiten und uns dabei helfen, das Licht inmitten der Dunkelheit zu finden.